Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Gasthörer, Gasthörer, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim, des Landkreises Hildesheims und auch Studierende, herzlich willkommen. Ich freue mich, Ihnen heute einen geschätzten Kollegen vorstellen zu können, der sich mit einem Thema beschäftigt, das hierzulande in deutschen Landen überhaupt kein Thema ist. Um nicht zu sagen, ein Anathema oder ein Tabuthema, umso mehr sollten wir uns auch dieses Themas zuwenden. Professor Dr. Heinz Gärtner ist Jahrgang 1951, wenn man so will, ein Kind des Kalten Krieges. Ein Jahr Koreakrieg war bereits im Gange. Er ist sehr geprägt gewesen durch die Kriegserlebnisse seines Vaters, der Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg war. Und das hat ihn auch veranlasst, Politikwissenschaft zu studieren. Und zwar an der Universität Salzburg, an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Seine Dissertation beschäftigte sich mit der Kommunistischen Partei Österreichs, der KPÖ, eine Analyse einer sowjetabhängigen Partei zwischen Moskau und Wien. Habilitiert hat Herr Gärtner zum Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung. Man möchte fast meinen, derzeit auch ein Anathema. Er hat vor allem sich mit Fragen der Kleinstaaten beschäftigt, Kleinstaaten und Abrüstung, mit Small States and Alliance, also Kleinstaaten und ihren Bündnisambitionen. 1985 ist ein Buch erschienen mit dem Titel Ein dritter Weg zwischen den Blöcken, also offensichtlich sowas wie Bündnisfreiheit oder Allianzfreiheit. Ich darf eine Reihe von weiteren Büchern nennen, alle zu erwähnen, würde ich hier zu weit führen. Ein Buch, das 2017 erschienen ist mit dem Titel Engaged Neutrality, also engagierte Neutralität. Nicht passiv sein, nicht stille sitzen à la Schweiz, sondern engagierte, also aktive Neutralität. Engaged Neutrality, an evolved approach to the Cold War. Auch erwähnen darf ich ein zuvor erschienenes Buch gemeinsam mit Jan Wilhelm Honig und Hakan Akbulut, Democracy, Peace and Security. Demokratie, Frieden und Sicherheit. Lessons learned from 1914 and 1815. Also, wie man ziehen kann, aus einer Entwicklung aus dem Jahr 1914, Beginn des Ersten Weltkrieges, aber auch die Rückblende. 1815, der Wiener Kongress, Kongressdiplomatie, Metternich. Sie sehen also die Forschungsarbeiten, die Publikationen von Kollegen Gärtner drehen sich um die Fragen Sicherheit, Verteidigung, Neutralität, Frieden, also Friedensforschung, Sicherheitspolitik, Neutralitätsforschung und Neutralitätspolitik, das ist nicht das Gleiche. Und vor allem darf ich auf ein ganz aktuelles Buch verweisen, das Herr Gärtner herausgegeben hat und das im letzten Jahr erschienen ist. Die Ukraine im Krieg. Ist Frieden möglich? Fragezeichen, wo Sie eine bunte Palette an Beiträgerinnen und Beiträgern finden, die von der einen Position bis zur anderen Position reicht, also Pro und Contra in dieser Diskussion. Herr Gärtner war Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik. Er leitet den Beirat des International Institute for Peace, IIP. Er hatte mehrere internationale Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren, unter anderem in Stanford, in Oxford, an der Johns Hopkins University in Washington, aber auch in Deutschland hat er eine Vertretungsprofessur inne gehabt in Erlangen-Nürnberg, eine Gastprofessur an der Universität Wien und er ist auch Professor an der Universität Wien. Er hat, wie gesagt, zahlreiche Bücher veröffentlicht und Artikel zu Fragen der Abrüstung, der Rüstungskontrolle, der internationalen Sicherheit, aber auch zu Fragen der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich darf auch erwähnen, neben diesem Buch Die Ukraine im Krieg, ist Frieden möglich? Das Werk, das 2022 auch erschienen ist,
Neutral Beyond the Cold, edited, also herausgegeben durch Pascal Lottas und Herbert Regenbogen, aber auch darf ich verweisen auf die Publikation Internationale Sicherheit und Frieden, das in Baden-Baden im Normungsverlag 2018 erschienen ist. Der Kalte Krieg im Marix-Wissen Wiesbaden 2017 und das eben schon angesprochene Werk Engaged Neutrality. Wir haben bereits am Institut 2,5 spannende Stunden verbringen dürfen mit Kollegen Gärtner, der uns das ABC der Neutralitätsentwicklung, der Neutralität als Institution des Völkerrechts, aber auch Neutralitätspolitik, die nicht das gleiche ist wie Neutralität im Völkerrecht, sondern verschiedene Varianten beinhaltet. Und ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, auch ganz aktuell zum Thema Ukraine-Krieg, wie Sie ja am Programm gesehen haben, ein wiederkehrendes Thema unserer diesemestrigen Vortragsreihe ist, zum Thema Neutralität im Licht des Ukraine-Kriegs gewonnen zu haben, zu einem Vortrag. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. The floor is yours, sagen die Anglo-Amerikaner bei internationalen Konferenzen. Also Ihnen gehört jetzt hier das Podium. Herzlich willkommen. Bitte schön. Vielen Dank für die Einladung des Instituts für Geschichte und insbesondere Professor Gehler. Ich möchte mich auch bedanken bei der Stiftung der Universität Hildesheim und auch für die schöne Einladung von Professor Gehler, die Einführung über den Überblick meiner Publikationen. Wir sprechen heute über Neutralität. Neutralität ist ein sehr vielgeschichtetes Thema. Neutralität ist nicht ein einfaches Konzept. Es wird ein bisschen akademisch manchmal werden, aber nicht zu sehr. Es wird aber auch historisch werden. Ich fange an mit einem definitorischen Überblick, mit etwas Geschichte, und ich verspreche auch, dass ich zum Ukraine-Krieg kommen werde. Allerdings möchte ich diesen Ukraine-Krieg in den Kontext von der internationalen Entwicklung stellen, weil der Ukraine-Krieg besteht eben nicht nur aus dem Eroberungswillen und aus Gier, und Neutralität wäre möglicherweise eine kriegsverhinderte Methode gewesen, wie ich dann auch 2014 schon in einem Buch geschrieben habe. Das Buch geht vielleicht also auch herum, also in einem Artikel in einer Zeitung in Österreich, der auch da abgedruckt wurde, aber ich komme dann gleich darauf zurück. Neutralität hat immer etwas auch zu tun mit Polarisierung. Neutrale Staaten werden immer notwendig, wenn es eine Polarität in der Welt gibt. Deswegen werde ich einzelne Phasen der Polarität auch durchgehen und jeweils die Rolle der neutralen Staaten dabei diskutieren. Ich werde aber auch zum Schluss noch mögliche Alternativen aufzeigen. Ich habe mit meinen Studenten etwa 21 Typen von Neutralität entwickelt. Das bedeutet, dass Neutralität sich an jeweilige historische Phasen angepasst hat und jeweils also bestimmte Ausformungen entwickelt hat und deswegen auch sehr flexibel geblieben ist. Ich möchte nicht alle 21 Typen also auch vorstellen, aber einige davon möchte ich also herausgreifen. Wir haben natürlich jetzt auch gesehen, dass Finnland und Schweden die Nichtpaktgebundenheit und Neutralität aufgeben. Das konnten sie deswegen relativ leicht, weil ihre Neutralität eigentlich nur und jetzt unter Anführungsstriche auf einer historischen Gewohnheit
und einer politischen Übereinkunft bestanden hat. Allerdings sehr lang, Schweden seit 1815, kann man sagen, also, und Finnland, kann man sagen, also, ist in den Kalten Krieg hineingeboren worden, seit 1948, aber eigentlich hat Neutralität, Finnland das Wort Neutralität erst verwendet, nachdem Österreich neutral geworden ist. Zwischen dem Freundschaftsvertrag, den es mit der Sowjetunion gegeben hat, 1948 und 1955 hat Finnland immer nur von einer, vom Heraushalten aus einer Großmacht nicht gesprochen. Neutralität wurde dann zum Instrument, sich die Sowjetunion fernzuhalten. Permanente Neutralität wird vielfach verwendet, heißt aber auch, dass man nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch in Friedenszeiten neutral sein sollte. Meistens wird permanente Neutralität auch verknüpft mit einer völkerrechtlichen Absicherung und einer verfassungsmäßigen Basis der Neutralität. Also sehr starke Neutralität haben eben Österreich, dessen Neutralität völkerrechtlich abgesichert wurde von den Vereinten Nationen. Und es ist auch ein Verfassungsgesetz, auf das ich noch zurückkommen werde, und die Schweiz völkerrechtlich neutral aus 1915. Man kann eine starke, anderen Ländern, da gibt es auch starke neutrale Staaten, wie etwa, ich komme gerade aus diesem Land von einer Konferenz, Turkmenistan, dessen Neutralität auch durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen völkerrechtlich abgesichert wurde. Die übliche Form der Neutralität ist die gelegentliche Neutralität, und die gelegentliche Neutralität heißt, dass man sich neutral verhält in Zeiten von Kriegen. Das ist nämlich das Format der Neutralität des 19. Jahrhunderts. Die schwächste Form der Neutralität ist, wenn Staaten sich für selbst neutral erklären, aber das will ich jetzt nicht herunterspielen, aber es ist relativ leicht wieder zu ändern durch innenpolitische Entscheidungen. Eine solche Neutralität finden wir heute etwa in Moldawien oder in Serbien, aber auch die Ukraine war zeitweise, hat sich als neutral erklärt, dann aber sehr bald die NATO-Mitgliedschaft in die Verfassung aufgenommen, also das war auch leichter zu verändern. Die klassische Neutralität ist die integrale Neutralität, ein schweizerischer Begriff. Das heißt eine allumfassende Neutralität, die alle Bereiche umfasst, neben Politik, Sicherheitspolitik, militärisch, aber auch wirtschaftlich. Nicht wirklich umgesetzt, das ist mehr eine Theorie, mehr ein Konzept. Und die Schweiz hat sich sehr bald dann davon abgewendet, schon nach dem Ersten Weltkrieg, wo sie zuerst integral neutral war und dann differenzial neutral, das heißt bestimmte Bereiche konnten ausgenommen werden, wie eben Wirtschaft oder die Beteiligung an Sanktionen des Völkerbundes. Die positive Neutralität, da habe ich, da lasse ich einen Moment aus, das ist der Begriff, den die Turkmenen verwenden. Das Non-Aligned Movement ist eine Bewegung, die eigentlich während des Kalten Krieges im globalen Süden entstanden ist. Die ist schwächer als die Neutralität. Ich werde da gleich drauf kommen, was die Prinzipien der Neutralität sind, aber nicht paktgebundene oder Non-Aligned States können zum Teil sogar sehr enge Beziehungen mit Großmächten eingehen und sogar bestimmte Militärstützpunkte erlauben. Allerdings, diese Nicht-Paktgebundenheit bekommt jetzt während des Ukraine-Krieges wieder eine größere Bedeutung,
weil manche Staaten der Blockfreien, die Bewegung als solches gibt es zwar noch, aber war nicht mehr aktiv, aber einzelne blockfreie Staaten, die sehr viele sind, sagen eben, wir kritisieren den russischen Einmarsch in der Ukraine, aber wir beteiligen uns nicht an allen Sanktionen, sondern wir schauen auf unsere eigenen Interessen und Beziehungen. Indien, Brasilien sind also wichtige Beispiele dazu. Aktive Neutralität ist ein Begriff, der vom österreichischen Kanzler Bruno Kreisky in den 70er Jahren entwickelt worden war, geht schon hinaus über diese integrale Neutralität und sogar die differenziale Neutralität und sagt, dass Neutralität bedeutet auch, dass man aktiv am Weltgeschehen sich beteiligt. Natürlich Bruno Kreisky war ein internationaler Staatsmann und konnte das auch wahrnehmen, aber er hat auch die internationalen Organisationen nach Wien gebracht, wie die internationale Atomenergiebehörde, also die IAEO oder die Vereinten Nationen oder die Organisation, also damals die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also das Sekretariat und der OSZE, die Nachfolgeorganisation ist in Wien und diverse Rüstungskontrollorganisationen sind auch in Wien. Und Bruno Kreisky hat sich auch sehr eingesetzt, zum Beispiel für einen Marshallplan in der Dritten Welt. Oder auch, er war der erste Staatsmann des Westens, der die Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina für die Vereinten Nationen gebracht hat, damit sie eine Vorstellung haben von aktiver Neutralität. Jetzt sind wir schon etwas darüber hinaus. Österreich zum Beispiel nimmt teil an der gemeinsamen europäischen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Österreich nimmt auch teil an den Friedensmissionen der Vereinten Nationen und selbst der Partnerschaft für den Frieden der NATO. Die Beteiligung an den Friedenstruppen, an internationalen Organisationen ist sehr gestiegen. Österreich stellt zum Beispiel sehr viel mehr, also proportional sehr viel mehr Friedenstruppen als die meisten NATO-Staaten das tun, also proportional zur Bevölkerung. Deswegen habe ich den Begriff, verwende den Begriff engagierte Neutralität oder engaged Neutralität. Das ist das österreichische, Sie brauchen das jetzt nicht alles lesen, aber es steht einfach die wichtigsten Bedingungen. Das ist das österreichische Neutralitätsgesetz, Verfassungsgesetz. Und das sind die drei wichtigsten Punkte der Neutralität, die über Österreich hinaus Geltung haben, verankert. Erstens, Österreich darf keinem Militärbündnis beitreten. Zweitens, Österreich darf es fremden ausländischen Truppen nicht erlauben, permanent auf österreichischem Territorium stationiert zu bleiben. Militärattachés und sowas, das ist natürlich alles möglich. Und drittens, das ist etwas verklausuliert, das steht in der im ersten Absatz 1 drinnen, also die permanente Neutralität. Und permanente Neutralität wird auch definiert nach der Hager Konvention, also 1907, nicht an fremden Kriegen teilzunehmen, nicht an eine Seite Waffen zu liefern. Das ist jetzt auch ein Gespräch im Zusammenhang mit des Ukraine-Krieges. Wir können im Detail darauf eingehen, das sind sehr rechtliche Fragen, die ich jetzt nicht im Detail, Moment im Detail besprechen möchte. Was weniger bekannt ist, Professor Gehler und ich sind seit langem darüber auch im Gespräch und über dasselbe Thema hat Professor Gehler auch so ein ganz dickes Buch geschrieben, also Österreich, ein Modellfall für Deutschland. Ich selbst habe also auch da vor allem in Stanford diese Forschungen gemacht und möchte zuerst einmal sagen, dass es im Gegensatz zur üblichen Vorstellung, dass die USA
gegen Neutralität gewesen wären, 1955, als dieses Verfassungsgesetz also verabschiedet wurde. Es war nicht so. Eisenhower, Präsident Eisenhower, war ein großer Unterstützer der österreichischen Neutralität und wahrscheinlich hätte Österreich diese Neutralität auch nicht zugestanden bekommen, wenn Eisenhower ihm nicht zugestimmt hätte. Was dann passiert ist, ist, dass nachdem Österreich neutral geworden war, 1955, und Deutschland immer noch seit 10 Jahren geteilt war, haben sich einige Diplomaten, Wissenschaftler, Politiker Gedanken gemacht, naja, Österreich ist jetzt neutral, Österreich war vierfach besetzt von den Siegermächten. Mit der Neutralität sind alle vier Mächte abgezogen, inklusive der Sowjetunion. Und Österreich hat die territoriale Integrität und Souveränität durch die Neutralität zurückbekommen. Also permanente Neutralität. Der frühere Botschafter in Moskau, George Kennan, zum Beispiel, hat dann ist auf die Idee gekommen, das wäre doch eine Lösung für Deutschland, dass Deutschland die Einigung zurückbekommt. Aber das geht nicht natürlich, indem man sagt, dass Deutschland sollte auch nur nach dem österreichischen Modell geformt werden, sondern ein Vorschlag war, man macht ein ganzes neutrales Zentraleuropa. Das ja natürlich auch Staaten des Warschauer Pakts eingeschlossen hat. Also Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, natürlich Österreich und Deutschland. Andere sind gefolgt, denen hat es eine überparteiliche Initiative im amerikanischen Senat gegeben, mit Humphrey and Noland, der Führer der britischen Labour Party, Hugh Gaitskell, ähnlichen Vorschlag gemacht. Also das waren schon die wichtigen Stimmen, die es da gegeben hat. Gefolgt ist der polnische Außenminister Rapacki. Der ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, neutrale Zone, Disengagement, also ein Rückzug der ausländischen Truppen, plus ein nuklearwaffenfreies Mitteleuropa. Warum? Weil im österreichischen Staatsvertrag ist auch diese Formulierung, also der Staatsvertrag ist gleichzeitig mit Neutralität verabschiedet worden, sind legal getrennt, aber politisch miteinander verbunden. Und im Staatsvertrag steht auch, dass Österreich ein nuklearwaffenfreier Staat sein muss. Also Rapacki hat sich natürlich auch die anderen neutralen Staaten angeschaut, aber dieses Modell versucht auf Zentraleuropa auch anzuwenden. Es ist nicht dazu gekommen, wie wir wissen. Warum? Wir hatten also den beginnenden, schon im Laufe begriffenen Kalten Krieg gesehen. Wir hatten die Blockbildung in Europa und die Aufteilung Europas hat, und der Kalte Krieg hat diese Idee einfach überlagert. Übrig geblieben sind die neutralen Staaten, die haben es geschafft, außerhalb der Blockbildung zu sein. Vielfach wird gesagt, die neutralen Staaten sind Teil des Kalten Krieges. Und man hat gesagt, nach Ende des Kalten Krieges wäre dadurch Neutralität obsolet geworden. Also die neutralen Staaten waren nicht Teil des Kalten Krieges, sondern sie waren die Ausnahme. Der Kalte Krieg war immer Blöcke und die neutralen Staaten waren die Anomalie dieser Blöcke. Dass sie außerhalb dieser Blöcke gestanden haben, konnten das auch teilweise nützen, indem sie diplomatisch aktiv wurden. Ich möchte jetzt nur erwähnen, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975, das Dokument von Helsinki und die darauffolgenden Konferenzen,
die wären wahrscheinlich nicht zustande gekommen ohne die Vermittlungstätigkeiten der neutralen und blockfreien Staaten, der sogenannten N&N, Neutral and Non-Aligned States. Non-Aligned, warum? Weil Jugoslawien war damals ein blockfreier Staat, also ein Non-Aligned State, der aber auch involviert war in die blockfreien Bewegungen, die ich erwähnt habe, da, aus der damaligen sogenannten dritten Welt. Ich habe jetzt schon mal da die Ukraine angeführt. Warum? Ich habe da in 2014 in dieser Zeitung Der Standard in Österreich im März 2014 diesen Artikel verfasst. Das war bevor Russland die Krim annektiert hatte. Und der Vorschlag war, die Ukraine sollte sich das Modell Österreich anschauen mit dem Truppenrückzug, um die territoriale Souveränität zurückbekommen, aber auch mit dem Verzicht, einem Bündnis beizutreten, also in dem Fall der NATO und im Fall der Ukraine ebenfalls der NATO. Aber gleichzeitig hätte natürlich müssen Russland die Milizen, die es unterstützt hat, die Donbass, abziehen bzw. Die Unterstützung beenden. Also das Modell Österreich hätte ganz gut gepasst und meine Alternative wäre damals, habe ich vorgeschlagen, entweder permanente Neutralität oder permanente Teilung, weil sich ja schon abgezeichnet hat, eine gewisse Teilung der Ukraine mit dem Osten und dem Westen der Ukraine, also eine permanente Teilung nach dem Modell der Anführungsstriche Deutschland. Das hat sich verstärkt, diese Teilung, indem also Russland auch jetzt tatsächlich mit Truppen zumindest dessen Ostteil besetzt hat. Und wahrscheinlich wird diese Teilung, das ist eine Prognose, durch Ukraine gehen und ein geteiltes Land hinterlassen, wie das nicht nur in Deutschland der Fall war, sondern 1953 auch in Korea. Wie gesagt, Neutralität und Polarisierung und Neutralität kann man ja nicht nur aus der Sicht der Neutralen sehen, sondern die Neutralen sind immer in den internationalen Kontext eingebunden. Und ich habe schon über den Kalten Krieg gesprochen, über die Bipolarität, wo die neutralen Staaten in der Lage waren, aus dieser Polarisierung sich weitgehend einen Freiraum zu schaffen, außerhalb dieser Polarisierung. Nach der Bipolarität, wenn man so sagt, nach dem Ende des Kalten Krieges, hat es diese Phase der Unipolarität, die der amerikanische Politologe Charles Krauthammer hat den Begriff geprägt, Unipolar Moment, das sehr lange gedauert hat. Man weiß nicht ganz genau, wie lange diese Unipolarität, viele Beobachter sagen, sie dauert noch an, aber seit 1990 bis sicherlich bis 2015, wenn nicht noch sehr viel länger, hielt sie an. Diese Periode war nicht sehr friedlich. Eine amerikanische Studie haben gezeigt, dass in dieser Phase die meisten Militärinterventionen der USA gefallen sind. Seit 1775 waren es etwa 425% in diese Phase der Unipolarität gefallen, aber bekannt sind ja natürlich die Kriege, die wir kennen, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libyen, aber es gab also natürlich sehr viel mehr. Das war eine schlechte Zeit für die Neutralen. Wenn man eine Unipolarität hat mit einem Hegemon, der duldet nicht Unabhängigkeiten und neutrale Staaten.
Also es war kein hegemonialer Frieden, aber auch keine Alternativen, hat es auch keine Alternativen, hätte es keine Alternativen zu dieser Hegemonie gegeben. Beispielhaft hat sich das eben gezeigt am Afghanistan-Krieg, wo die amerikanischen Diplomaten beim österreichischen Außen- und Verteidigungsministerium vorsprechend wurden und die Österreicher immer wieder aufgefordert haben, mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, so wie das auch die Deutschen getan haben. Österreich hat sich sehr geziert, hat ein paar Verbindungsoffiziere hingeschickt, meistens waren es um die 12 Soldatinnen und Soldaten, mit dem Argument, wir sind schon am Balkan engagiert, wir sind im Kongo engagiert, aber das unausgesprochene Argument war, wir wollen nicht in diesen Krieg involviert sein, wo man nicht weiß, was das Ergebnis sein wird. Und wenn ich etwas zynisch bin, muss ich sagen, dass die österreichischen Geheimdienste wahrscheinlich besser waren als die der NATO, wie man jetzt beim Ausgang des Krieges auch sieht. Manche sprechen jetzt von einer Multipolarität. Amerikanische Politologen, aber auch die Russen, die Chinesen, die Europäische Union, alle wollen ein Pol sein. Amerikanische Sicherheitsstrategien sprechen eher von einer Great Power Competition, Großmachtkonkurrenz, wobei sie eben meinen, China, also USA, China und auch Russland, weil Russland ja eine zweitgrößte Nuklearmacht auch ist. Aber Multipolarität war auch nicht friedlich. Wir hatten Multipolarität seit 1500 mit stärkeren und schwächeren Phasen und wir hatten auch Multipolarität vor den beiden Weltkriegen. Also Multipolarität alleine ist nicht friedlich. Wenn sie nicht unterstützt wird, da komme ich dann noch darauf zurück, von Multilateralismus. Was sich abzeichnet, ist jetzt allerdings eine neue Bipolarität zwischen den USA und China auf globaler Ebene und zwischen westlichen Staaten und Russland auf europäischer Ebene. Eine doppelte Form der Polarisierung, der Bipolarität. Allerdings ohne die multilaterale Absicherung, die während des Kalten Krieges entwickelt worden war, durch Rüstungskontrollverträge, etwa durch bilaterale Abkommen und eine stillschweigende Anerkennung der Einflusssphären des anderen. Das gibt es jetzt in dieser Situation nicht mehr. Polarisierung kommt immer mit zwei Charakteristika. Polarisierung kommt mit zwei Charakteristika. Das eine ist Bündnisbildung. Wir hatten diese Bündnisbildung während des Kalten Krieges, wir wissen das, NATO und Warschauer Pakt. Wir haben aber jetzt weiter eine Verstärkung der NATO durch den Ukraine-Krieg. Aber auch neue Bündnisse, die in Asien entstehen, gegen China. Die sogenannte AUKUS, mit bestehend aus Australien, Großbritannien und USA. Oder auch die sogenannte Quad, mit Großbritannien, USA, Japan und Indien. Jetzt haben sich die G7 ja in Hiroshima getroffen und eingeladen wurden, vor allem als Gäste, die Mitglieder dieser Quad. Das hat auch
ein Treffen dieser Quote gegeben. Russland hat kein wirkliches Bündnis mehr. Es gibt die Nachfolgeorganisation der CSTO, die Collective Security Treaty Organization. Aber Russland hat Verbündete, also nicht Bündnisse, aber Verbündete natürlich in Afrika, in Lateinamerika, im Mittleren Osten. China hat auch keine Bündnisse. Die Shanghai Cooperation Organization ist ein loses Bündnis von asiatischen Staaten. Aber China hat diese Seidenstraßeninitiative, die Belt and Road Initiative, die sich über das ganze Welt spannt. China sagt, das ist ein multilaterales Bündnis. In Wirklichkeit besteht es aus einer Vielzahl von bilateralen Abkommen. Und natürlich entstehen durch diese Stärke Chinas in diesen bilateralen Abkommen, da ist China immer der Stärkere, entstehen natürlich dann auch Abhängigkeiten. Also wenn es zu einer neuen Polarisierung mit Bündnissen kommt, so sind natürlich diese Bündnisse nicht vereinbar mit der Neutralität von Staaten. Das zweite Charakteristikum der Polarisierung sind Ideologien. Wir hatten das auch im Kalten Krieg. Wir kennen das, die Eltern und Trainer. Demokratie, Marktwirtschaft auf der einen Seite, Kommunismus, Staatswirtschaft auf der anderen Seite. Die kommunistische Ideologie war natürlich in gewisser Weise schon attraktiv für bestimmte Intellektuelle. Man hat also die Marx diskutiert, obwohl ich glaube, dass Marx wenig zu tun hatte mit dem Sowjetkommunismus. Aber immerhin, es war eine gewisse Attraktivität vorhanden. Die neue Ideologie des Westens ist Democracies versus Autocracies, Demokratien versus Autokratien von Präsident Biden, ganz ähnlich wie die im Kalten Krieg. Allerdings ist das natürlich auch über jeder Ideologie, die sind unehrlich und in gewisser Weise scheinheilig, weil natürlich Geopolitik immer vorgeht vor ideologischen Wertepräferenzen. Also wir wissen, dass die USA beste Beziehungen auch mit Autokratien aufrechterhalten, wie also Staaten im Mittleren Osten, wie etwa Saudi-Arabien, und auch zu dem G7-Gipfel war geladen, weil es gegen China geht, auch Vietnam, das kommunistische Vietnam als Autokratie. Also man ist, das ist ja so nicht so ganz ehrlich, ist diese neue Ideologie. China, dieses Seidenstraßeninitiative hat eine gewisse Attraktivität, wie manche amerikanische Politologen sagen würden, Soft Power. Soft Power heißt nicht unbedingt militärische Macht, sondern die Macht, attraktiv zu sein. Und diese ist eine Art Ideologie, die für Staaten, diese Belt and Road Initiative, diese Seidenstraße-Initiative, ist ja keine Zwangsinitiative. Also der Warschau-Pakt war kein Zwangsbündnis. Diese Belt and Road Initiative, da sind die Staaten freiwillig dabei. Wie gesagt, es können aber auch Abhängigkeiten entstehen. Was ist mit Russland? Russland hatte natürlich, wie ich gesagt habe, im Kalten Krieg hatte eine Ideologie, jetzt hat Russland keine Ideologie mehr. Und zumindest keine attraktive Ideologie mehr. Was hat Russland anzubieten? Russifizierung der Nachbarstaaten? Entnazifizierung der Ukraine oder
Bekannte Russen als Vorbild. Alles das ist nicht wirklich attraktiv. So, Russland hat weder funktionierende Bündnisse noch eine attraktive Ideologie. Was passiert geopolitisch? Vom Westen hat sich die NATO immer weiter ausgedehnt an die russische Grenze. Die Ukraine wäre der nächste gewesen. Das wurde am Bukarest NATO-Gipfel 2008 so formuliert. Und vom Osten kommt die Belt and Road Initiative. Das hört man in unseren Medien natürlich nicht, aber Russland und China sind natürlich auch Konkurrenten auf dem globalen, auf der globalen geopolitischen Bühne. Das haben die USA auch erkannt, wenn sie von der Großmarktkonkurrenz sprechen. Also, Putin hat diese fatale Entscheidung getroffen, in der Ukraine einzumarschieren, um in der Großmarktkonkurrenz bestehen zu bleiben. Das war wohl der größte geopolitische Fehler seit Ende des Kalten Krieges. Nimmt man die Invasion der USA im Irak aus oder die Kündigung vielleicht des Iran-Abkommens durch Präsident Trump 2018. Das Gegenteil wurde natürlich erreicht. Die NATO ist jetzt überall, verstärkt in baltischen Staaten, Polen, Finnland, Schweden. Also das war, also das, was Putin erreichen wollte, hat er natürlich nicht erreicht. Also aus Eigeninteresse eine völlige Fehlentscheidung. So, was haben kleinere oder schwächere Staaten für Optionen in einer Situation der Polarisierung? Zwei Optionen. Sie können sich einem Bündnis anschließen, das die amerikanische Politologen Bandwagon nennen, einem Bündnis oder einer Großmacht anschließen, wo sie dann grober Schutzversprechen haben. Das ist das, was also Finnland und Schweden jetzt tun, indem sie sich der NATO anschließen, den Schutz des Artikel 5 der NATO beanspruchen. Aber damit kommen natürlich auch Verpflichtungen. Verpflichtungen, dass man auch in künftigen potenziellen Kriegen sich selbst beteiligt und möglicherweise auch mit militärischen Mitteln, also mit Truppen. Die Sicherheitsstrategie der NATO hat jetzt schon auch China als potenzielles als potenziellen Gegner im Sinne des Artikel 5 charakterisiert. Wenn es zu einem Hybriden und einem Cyberangriff Chinas käme, der NATO-Rat entscheidet darüber, könnte der Artikel 5 ausgerufen werden. Aber auch natürlich, wenn es zu einem Grenzzwischenfall zwischen Russland und Finnland an der russisch-finnischen Grenze kommt, ist es natürlich auch ein Konflikt zwischen Russland und NATO, jetzt ganz zu schweigen davon, wenn etwa russische Raketen in Polen einschlagen würden, jetzt während des Ukraine-Krieges. Wäre wahrscheinlich wäre ein Artikel 5, wenn der NATO-Rat das so beschließt. Natürlich können Staaten entscheiden, welchem Bündnis sie beitreten. Das hört man natürlich immer wieder. Natürlich können sie das. Das steht auch in allen OSZE-Dokumenten, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Und es gibt einen zweiten Satz dabei. Man muss auch die sicherheitspolitischen Interessen betroffener Staaten berücksichtigen.
Das hat Konsequenzen, wenn man einem Bündnis beitritt oder wenn man Raketen stationiert. Und die Kuba-Krise ist ein Beispiel dafür. Natürlich hat Fidel Castro souverän entschieden, sowjetische Raketen auf seinem Territorium zu stationieren. Und natürlich hat das Präsident Kennedy als Bedrohung empfunden. Damals hat man einen Ausweg gefunden, durch Diplomatie. Wir sind jetzt in einer fast ähnlichen Situation. Ein Ausweg ist nicht ganz absehbar. Wir können das noch besprechen. Die zweite Option, die kleine Staaten haben, ist, neutral zu sein. Sich verzichten auf diese Schutzversprechen, aber auch sich nicht hineinziehen lassen in fremde Kriege. Das darf ein neutraler gar nicht. Amerikanische Politologen nennen das Entanglement oder Entrapment. Das ist das, was neutrale Staaten durch Neutralität auch vermeiden wollen. Aber damit die Neutralität auch anerkannt wird von den Großmächten, müssen die Neutralen zwei Aufgaben erfüllen. Das eine, die Neutralität muss glaubwürdig sein. Aber wie wird sie glaubwürdig? Indem man immer wieder versichert, auch und vor allem in Friedenszeiten, wir werden keinen Bündnis beitreten, wir werden keine fremden Truppen stationieren, wir werden nicht in fremde Kriege ziehen und wir werden diplomatische Initiativen ergreifen. Die Neutralen nennen das Vorwirkung. Also das ist der Unterschied zu dieser gelegentlichen Neutralität. Deswegen war die Ukraine dann als Neutralität bezeichnet haben, aber gleichzeitig den NATO-Beitritt angestrebt haben, also diese Angabe war dann nicht wirklich mehr glaubwürdig. Man kann nicht gleichzeitig neutral sein, obwohl es die Ukraine nicht damit noch nicht NATO-Bündnis war, aber es war nicht glaubwürdig. Zweitens, ein neutraler Staat muss nützlich sein, am besten, wie ich ausgeführt habe, durch engagierte Neutralität. Ein neutraler Staat kann in verschiedener Weise nützlich sein, also die Vertreter der realistischen Schule, die so in der Theorie sagen, neutrale Staaten sind nützlich als Pufferstaaten. Das heißt, sie sind zwischen zwei Bündnissen, zwischen zwei Großmächten. Dadurch würden die Großmächte es nicht wirklich wagen und auch nicht für vorteilshaft erachten, den anderen Staat anzugreifen. Und meiner Meinung nach waren Finnland und Schweden ganz bequeme Uferstaaten für die Sowjetunion und für Russland. Es gibt keine einzige Studie, die der NATO oder auch der amerikanischen Think Tanks, die vor dem Ukraine-Krieg oder auch während des Ukraine-Kriegs gesagt hätten, Finnland und Schweden seien durch einen russischen Angriffskrieg gefährdet. Keine einzige. Es gibt viele Studien, die sagen, die baltischen Staaten werden gefährdet. Aber baltische Staaten sind ja Mitglied der NATO, was natürlich ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Artikel 5 schwächt. Wenn man sagt, Russland wird trotz der Mitgliedschaft dieser Staaten in der NATO vielleicht die baltischen Staaten angreifen. Ich rede jetzt nicht über Realität, sondern nur über die Studien. Also Finnland und Schweden waren nicht wirklich sozusagen auf dem Radar der NATO, dass das Russland diese Studien haben nicht wirklich gezeigt, dass Finnland und Schweden auf dem Radar der USA, der Russlands gewesen wären. Natürlich eine Nützlichkeit, wie gesagt, engagierte Neutralität
mit vor allem Aktionen im multilateralen Bereich, internationale Organisationen, Friedenstruppen. Österreich war auch Gastgeber der Iran-Friedensgespräche. Der Iran wollte das so, dass das in Wien stattfindet. Österreich war der Initiator des 2021 in Kraft getretenen Vertrags über das Verbot von Kernwaffen. Der Vertrag gilt, ist sozusagen eine Alternative zur Abschreckungsnorm, betont vor allem die humanitären Konsequenzen eines Nuklearwaffeneinsatzes. Wir haben ein bisschen in den Medien davon gehört, wie wir jetzt die Konsequenzen Hiroshima und Nagasaki hatten. Das Ganze wäre jetzt natürlich mit vielfachen Opfern verbunden. Also, dieser Vertrag wurde am meisten von Staaten des globalen Südens unterzeichnet und ratifiziert, am wenigsten von Europa. Warum? Weil in Europa die meisten Staaten mit der Nuklearmacht USA verbündet sind und deshalb auch nicht den Vertrag beitreten können, so wie die anderen Nuklearstaaten auch nicht. Gerade aber in dem Zusammenhang interessant ist, wenn man gesagt hat, engagierte Neutralität. Österreich ist jetzt faktisch der einzige Staat in der Europäischen Union, der den gleichen Status hat wie die nicht paktgebundenen, nicht Nuklearwaffenstaaten des globalen Südens. Die meisten bündnisfreien Staaten des globalen Südens sind natürlich auch nicht Nuklearwaffenstaaten. Und Österreich ist ein nicht Nuklearwaffenstaat und ein neutraler Staat. Sie haben faktisch den gleichen Status. Kein anderer Staat hat diesen Status in der Europäischen Union, mit Ausnahme vielleicht Irland, aber Irlands Neutralität ist mehr gebunden oder bestimmt von dem Verhältnis zu Großbritannien. Meiner Meinung nach hat Österreich diese Brückenfunktion, die es übernehmen könnte, ist jetzt nicht erkannt und nicht wahrgenommen. Vorteile von neutralen Staaten gibt es nur. Man kann natürlich sagen, man weiß, neutrale Staaten sind meistens kleine Staaten, die haben keine eigenen geopolitischen Interessen, wie das große Staaten haben. Sie sind nicht verbündet mit einer Großmacht. Sie haben mehr Spielraum natürlich, wie wir gesehen haben in der Polarisierung. Sie sind auch für Nicht-Regierungsorganisationen mehr glaubwürdig, weil sie auch weniger Druck ausüben als Großmächte. Sie sind nicht verbündet mit Nuklearwaffenstaaten und deswegen haben sie auch können diesen Vertrag gemeinsam mit natürlich anderen Staaten über das Verbot von Nuklearwaffen zu initiieren. So, das heißt in der Debatte natürlich sehr oft, naja, ihr seid neutral, wollt euch nicht in fremde Kriege einmischen oder euch hineinziehen lassen, aber ihr seid natürlich dann ungeschützt. Amerikanische Politologen nennen das Abandonment. Also, ihr seid allein gelassen. Wo sind eure Sicherheitsgarantien? Das ist ein komplizierter Gedankengang jetzt. Natürlich ist es leicht zu denken, wenn man ein Bündnismitglied ist, dass man dann besser geschützt ist, was wahrscheinlich zutrifft, aber wenn Bündnisse in den Krieg ziehen, ist man auch dann hineingezogen. Aber Neutralität, wenn sie glaubwürdig und nützlich ist, ist eine ziemlich gute Sicherheitsgarantie. Natürlich wurde kein NATO-Staat nach 1945 angegriffen. Aber auch kein neutraler Staat. Und überhaupt wurden neutrale Staaten selten in der Geschichte einfach so überfallen.
außer im Kontext von großen Kriegen. Natürlich wurden neutrale Staaten überfallen von Deutschland und Österreich im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Aber das ist kein Spezifikum der Neutralität. Auch die anderen, die nicht neutralen Staaten, wurden überfallen. Das hat mit der Neutralität nichts zu tun. Natürlich, große Kriege führen zu Angriffen. Aber nicht, weil die neutral waren und sie überfallen, sondern weil es im Kontext des Kalten Krieges oder des Heißen Krieges passiert ist. Beispiel Belgien, natürlich, Belgien wurde zweimal überfallen. Aber Belgien war ein sehr funktionierender, neutraler Staat über 70 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, getragen von den Siegermächten nach den napoleonischen Kriegen, ist auch hat seine Staatlichkeit nur bewahren können durch die Neutralität. Und Großbritannien hat den Angriff Deutschlands auf Belgien als Anlass genommen, in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Das war eine ganz gute Sicherheitsgarantie. Andere Beispiele sind Laos und Kambodscha im Vietnamkrieg, die neutral bleiben wollten. Aber im Zuge des Vietnamkriegs hat weder der Vietcong noch die USA sich darum gekümmert, ob die neutral sind oder nicht. Diese Beispiele widerlegen aber nicht, dass neutrale an und für sich Neutralität einen ganz guten Sicherheitsstatus ergibt. Man kann jetzt Fälle finden wie Hawaii 1895, das geschluckt wurde von den USA, das explizit neutral war. Aber sie haben auch nichts dagegen gehabt, muss man sagen. Oder Mexiko 1847, der Krieg der USA in Mexiko, das eine sehr starke Unabhängigkeit betont hat, aber nicht explizit sich als neutral bezeichnet hat. Aber etwas Technischeres, das möchte ich Sie nicht allzu lange damit langweilen, aber es ist in Österreich eine ganz wichtige Debatte zu sagen, naja, ist eine Neutralität noch mit der Europäischen Union vereinbar? Also diese Europäische Union ist kein Militärbündnis, hat aber einen Artikel 42.7, der ähnliche Sicherheitsgarantien vorschreibt wie der Artikel 5 der NATO. Allerdings haben die neutralen Staaten sich Ausnahmen erbeten, dass sie selbst entscheiden können nach ihrer Verfassungsmäßigkeit, ob sie einer Ausrufung dieses 42.7 daran teilnehmen oder nicht. Also Präsident Hollande von Frankreich hat 2015 einen Angriff auf Terrorangriff in Paris, diesen Artikel ausgerufen, obwohl er nicht ganz gepasst hat. Und Österreich hat zum Beispiel gesagt, na gut, wir machen mit, weil wir schicken ein paar Soldaten mehr nach Mali. Deutschland hat das Gleiche gesagt, hat aber glaube ich auch ein Flugzeug geschickt. Gleichzeitig haben sich aber alle NATO-Staaten eine Ausnahme erbeten von diesen Artikeln, dass die NATO in jedem Fall Priorität hat, wenn es zu Verpflichtungen, zu Sicherheitsgarantien oder Sicherheitsverpflichtungen kommt. Also die NATO-Staaten würden also zuerst einmal abwarten. Also so gesehen ist dieser Artikel weniger relevant, als er in der Diskussion erscheinen mag. Was natürlich, Österreich nimmt natürlich teil an der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber im Rahmen der sogenannten Petersberg-Aufgabe, das sind Friedensmissionen der Europäischen Union, bei denen es durchaus auch zu Kampfeinsätzen kommen kann. Das sind Abrüstung, das sind Peacekeeping, Missionen, humanitäre Operationen, Konfliktprävention,
also Krisenmanagement, wenn es zu Kampfeinsätzen nach diesem Kapitel 7 der Vereinten Nationen kommt, sollte eine UN-Autorisierung vorliegen. Aber das wünscht zum Beispiel Deutschland auch, obwohl es nicht explizit, obwohl es nicht ein neutraler Staat ist. Aber es würde natürlich einer Intervention viel mehr Legitimität verleihen. Die NATO hat sich drei Hauptaufgaben gestellt. Das eine ist, das habe ich erwähnt, die kollektive Verteidigung. Das ist dieser Artikel 5, der eben nur für Bündnismitglieder gilt. Das zweite ist kooperative Sicherheit. Das sind Koordinierungsmaßnahmen. Da können auch Partner bei teilnehmen, also Partner in der Partnerschaft für den Frieden. Und Krisenmanagement, das sind die Friedensoperationen etwa der NATO. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist Folgendes passiert. Das war, diese drei Aufgaben waren irgendwie gleichwertig, haben sie sich entwickelt nach Ende des Kalten Krieges. Die NATO wurde global aktiv, die kollektive Verteidigung, die eigentlich nur für das NATO-Territorium gilt, hat dann etwas an Bedeutung verloren. Und durch den Ukraine-Krieg ist diese erste Aufgabe, kollektive Verteidigung, wieder viel, viel wichtiger geworden. Es werden fast alle Aufgaben, Übungen der NATO als kollektive Verteidigung definiert. Was bedeutet das für neutrale Staaten? Ihre Möglichkeit, innerhalb der NATO aktiv zu sein, werden immer kleiner. Was natürlich ein Problem ist, weil natürlich wollen die NATO für die neutralen Staaten auch kompatibel sein mit der Interoperabilität der NATO. Also die NATO ist in vielfacher Hinsicht militärisch sehr viel weiter fortgeschritten als das kleine neutrale Staaten passieren. So, jetzt komme ich zum Ende. Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich hätte tun sollen. Was habe ich gesagt, dass in der Ukraine passieren wird? Wahrscheinlich, und auch die militärische Situation scheint darauf hinzureiten, dass es ein Ende des Krieges dort geben wird, wo die Armeen stehen. Das war auch so zu Beginn des Kalten Krieges. Bei der Konferenz in Teheran hat man beschlossen, die Blöcke und Einflusssphären sind dort, wo die Armeen zu stehen kommen. Deswegen haben wir auch die Teilung Europas. Und im Moment sieht es so aus, dass sich militärisch auf dem Schlachtfeld nicht sehr viel mehr bewegen wird. Trotz aller gegenteiligen Berichte, das Schlachtfeld und die Grenzen verschieben sich wenige Kilometer. Es wird also wahrscheinlich zu einer neuen eisernen Vorhang kommen, von der Arktis bis zum Schwarzen Meer, an der finnischen Grenze, Finnland im Westen, Belarus im Osten. Und wir wissen das vom alten Kalten Krieg, dass die Teilung Jahrzehnte bleiben kann, wenn man nicht etwas dagegen tut. Bei allen Staaten bedeutet das natürlich, dass sie jetzt stark unter Druck sind, sich doch an Waffenlieferungen zu beteiligen, doch Soldaten zu schicken, doch Ausbildungsmissionen zu genehmigen, was den neutralen Staaten ja nicht wirklich erlaubt ist. Tatsächlich, wenn es zu einer solchen Polarisierung kommt,
müssen die neutralen Staaten den Spielraum nutzen, der dadurch entsteht, wie wir das während des Kalten Krieges hatten. Ein Beispiel dafür ist, das habe ich erwähnt, sind die Helsinki-Beschlüsse von 1975. Wir haben Höhepunkt des Kalten Krieges. Wir hatten nukleare Aufrüstung. Wir haben aber auch Entspannungsversuche. Die deutsche Ostpolitik fällt da hinein, das Vermächteabkommen fällt da hinein. Diese Kissingers und Nixon nach China hat das vorbereitet 1972, um China hereinzuholen, was die Sowjetunion auch unter Druck gesetzt hat. Das waren natürlich günstige Bedingungen, das wurde nicht einfach so erfunden, also die deutsche Ostpolitik auch. Also, die Situation wurde genutzt. Und Helsinki wurde gewählt, weil Finnland ein neutraler Staat ist. Die N&N-Staaten haben die Vermittlungsfunktion übernommen. Und das Ergebnis war überaus erfolgreich. Es wurde nicht der Warschauer Pakt abgeschafft unmittelbar. Natürlich ist es jetzt nicht so, wenn es zu einer Konferenz kommt, dass sofort also alle russischen Truppen die Ukraine verlassen werden. Das wird es nicht sein. Aber diese Teilung muss gemildert werden. Und man hat das Konzept der gegenseitigen Bedrohung ersetzt durch die gemeinsame Sicherheit. Sicherheit ist unteilbar in Europa. Kooperative gemeinsame Sicherheit. Und wenn man sich die Schlussakte von Helsinki durchliest, so kommt das kein einziges Mal die Worte Feind, Gegner, Rivale, Konkurrent kommt nicht vor. Die Sicherheitsstrategien heute sind voll von diesen Worten und Begriffen. Die Idee ist, die eigene Sicherheit nicht alleine durch die Erhöhung der militärischen Kapazitäten zu erhöhen, sondern durch die Verminderung der Bedrohung. Auch durch die Verminderung der Bedrohung kann man Sicherheit gewinnen. Also Helsinki wäre eine Alternative, die man anstreben sollte, sich überlegen sollte. Von Helsinki bis zum Ende des Kalten Krieges hat es noch lange gedauert, aber es hat verschiedene Initiativen gegeben, wie die Charta 77 in der Tschechoslowakei, die auch die Zivilgesellschaft mit an Bord geholt haben. Ein anderes Modell war, das man diskutieren kann, ist das Wiener Kongress von 1815. Der eine ähnliche Idee hatte und ist dann anders angelegt. Es ist ein Konzert daraus entstanden. Das ist nicht so leicht zu verstehender Begriff, aber was hat man sich gedacht? Also nach den Napoleonischen Kriegen schafft man ein Mächtegleichgewicht in Europa, das sozusagen keine Unipolarität zulassen würde, das aber auch die multipolare Gefahr durch eine Art von Multilateralismus ersetzt hat. Mächtegleichgewicht definiert, dass keiner stärker sein darf als alle anderen zusammen. Also keine Hegemonie. Gleichzeitig hat man Normen entwickelt, also dieser Multilateralismus des gegenseitigen Umgangs. Keine Angriffskriege zu führen auf die Mitglieder des Konzerts. Der Frieden wurde gehalten, zumindest einmal vorerst 50 Jahre. Natürlich hat es dann die Einigungskriege in Europa gegeben, beginnend mit dem Krimkrieg, dann natürlich deutsch-österreichisch, italienisch, österreichisch, deutsch-französische Kurzkriege, das da gegeben hat.
aber das, die hatten andere Ursachen. Dann nach diesen Kriegen hat das Konzert noch einmal 50 Jahre gehalten, bis zur Bündnisbildung vor dem Ersten Weltkrieg. Diese Bündnisbildung vor dem Ersten Weltkrieg hat dann das Konzert endgültig zerstört und auch zum Krieg geführt. Also die Schlussfolgerung, die ich jetzt ziehen möchte, ist, dass Polarisierung und Multilateralismus nicht identisch sind. Polarisierung braucht Multilateralismus, dass aber auch neutrale Staaten besser überleben können, wenn es zu einem Multilateralismus kommt, und dass sie sich in Zeiten der Polarisierung nützlich machen können, um als Vermittler auch in Erscheinung zu treten. Dankeschön. Vielen Dank für diese Ausführungen zum Thema Neutralität. Der Facettenreichtum, die Vielfalt, die Komplexität dieses Themas Neutralität ist, glaube ich, heute sehr deutlich geworden. Wir haben erfahren, dass Herr Gärtner mit seinen Studierenden gemeinsam 21 Typen in verschiedenen Formen der Neutralität herausgearbeitet hat. Er hat uns nur einen kleinen Teil geschildert, nämlich Neutralität in einer politischen, historischen Tradition, Finnland, Schweden, dann aber auch die permanente, also immerwährende Neutralität, die gelegentliche, die occasional, die self-declared, also selbst erklärte, die als die schwächste Form bezeichnet wurde, aber auch die integrale, allumfassende, wie die Schweiz. Dann sind wir eingegangen auch auf die non-aligned and neutral states, die sogenannten N+N-Staaten. Und Kreisky wurde zitiert mit der aktiven Neutralität, und Herr Gärtner hat auch die engagierte Neutralität hervorgehoben, die durch Engagement in internationalen Organisationen, durch friedenserhaltende Maßnahmen und durch Förderung der Nichtverbreitung von Atomwaffen etc. gekennzeichnet ist. Die österreichische Neutralität ist eine besondere, weil sie ist durch ein Bundesverfassungsgesetz verankert und bezieht sich auch letztlich auf die Haager Konvention von 1907, ist also völkerrechtlich abgesichert, auch völkerrechtlich anerkannt durch Notifizierung, durch Mitteilung, durch Notenwechsel und durch entsprechende Anerkennung. Im Kalten Krieg waren die Neutralen außerhalb der Blöcke, sie waren nicht Teil dieser Blockkonfrontation. Es ist auf die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hingewiesen worden. Neutralität im Kontext der Polarisierung, der Übergang von der bipolaren Welt des Kalten Krieges zu, wie es Krauthammer bezeichnet hat, Unipolar Moment. Also es war im Grunde keine längere Zeit, sondern eher eine augenblickliche oder kürzere Phase. Und schließlich die heutige Situation, eine neue Großmächte-Konkurrenz, von der wir ausgehen müssen. Herr Gärtner hat die Allianzen geschildert, die Ideologien, die hinter diesen Allianzen auch stehen, und darauf hingewiesen, wie wichtig und wie viel wichtiger als Ideologien die geopolitischen, vielleicht können wir noch ergänzen, die geoökonomischen Interessen sind. Er hat die Optionen von kleinen Staaten geschildert, entweder Bündnisse mit Großmächten, die aber mit Verpflichtungen verbunden sind, oder die Neutralität, die Vermeidung von Verwicklungen, aber die Neutralität ist auch mit Verpflichtungen verbunden, nämlich sich verteidigen zu können und die Neutralität schon in Friedenszeiten beizubehalten, vorwirken, antizipatorisch schon alle Vorkehrungen zu treffen, um im Friedens-, um im Kriegsfall entsprechend auch dann glaubwürdig, nachvollziehbar neutral zu sein. Es sind auf die Vorteile, aber auf die Nachteile hingewiesen worden und auf den Vertrag von Lissabon, der praktisch keine zwingende, keine obligatorische, sondern lediglich eine fakultative Beistandsregelung vorsieht. Es ist auf die NATO eingegangen worden mit ihren Zielsetzungen und natürlich auch auf den aktuellen Fall des Krieges in der Ukraine. Herr Gärtner hat ein düsteres Bild gezeichnet, einer sich neuen abzeichnenden Teilung der Welt, die sich also noch steigert im Vergleich zu Jalta und Potsdam mit neuen Bündnissen einer geteilten Welt. Der Druck auf die Neutralen wird steigen. Dennoch
haben Sie, wenn ich Herrn Gärtner richtig interpretieren darf, mehr denn je Ihre Aufgaben wahrzunehmen und sich aus den Gegner- und Feind- und Rivalen-Terminologien herauszuentwickeln, sich nicht in ein Freund-Feind-Schema hinein zu manövrieren zu lassen, zur Verminderung von Bedrohungsszenarien beizutragen, um gleichzeitig damit auch die Sicherheit zu erhöhen. Am Ende haben wir noch einen Rückblick erlebt vom Wiener Kongress und dem Konzert der Mächte, dass die Unterbrechungen doch mehr als ein Jahrhundert fast an Wirksamkeit vorzuweisen hatte und dass Multilateralismus, der leider Gottes im Abnehmen begriffen ist, an sich Neutralität begünstigen müsste und dürfte. Die Diskussion, meine Damen und Herren, ist hiermit eröffnet. Herr Gärtner, ich bitte Sie, wieder ans Podium zu kommen. Wir sammeln Fragen, bleiben jetzt einmal in diesem Saalbereich und Herr Klein steht bereit mit dem Mikro. Wir machen mal eine erste Fragerunde. Diejenigen, die schon aufbrechen müssen, werden auf. Wir versuchen jetzt in die Diskussion einzusteigen und freuen uns auf die ersten Wortmeldungen. Bitte schön. Professor Gärtner, kann die Schweiz überhaupt noch lange neutral bleiben, wenn man weiß, dass die großen Schweizer Banken das Finanzinstitut für die russischen Oligarchen sind, dort die vielen Gelder liegen und ich mal in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, dass der Schweizer Bundesstaat, dass die sich dort mal Gedanken machen, das offen zu legen, wie viel Gelder nun die Russen dort angelegt haben, um dann praktisch da auch Konsequenzen zu ziehen. Wir sammeln mal die Fragen Schweiz, Neutralität, Banken, Oligarchen. Ich darf darauf hinweisen, dass Sie im Rahmen dieser Vorlesungsreihe, Vortragsreihe auch noch einen eigenen Beitrag hören werden zur Schweiz und Neutralität in Ukraine. Bitte. Meine Frage wäre, haben die USA einen Beitrag zur Konflikteskalation geliefert oder beigetragen oder wollen Sie das grundsätzlich ausschließen? Frage, inwieweit sind die Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt gewesen bei der Eskalation des Konflikts? Und dann eine Frage, keine Co-Referate. Thomas Munch. Ich sage das gleich präventiv. Antizipatorisch, vorwärts. Haben wir nicht einen neuen Typus mit der heraufziehenden neuen Republik, der Bundesrepublik Deutschland, Weltzyklus der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, weil es ist nicht angekommen. Ja, also gibt es einen neuen Player neben den neutralen Staaten? Das sind die Länder, die vielleicht der Bundesrepublik nachmachen, wenn sie Erfolg haben, dass sie nämlich keine fossilen Energieträger mehr verbraten, sondern eben einem ganz anderen Wirtschaftsmodell folgen. Gut. Also wir haben drei Fragen. Schweiz, USA und eine neue Bundesrepublik Deutschland mit Blick auf Green Deal und Klimawende. Bitte, Herr Gerd, das Mikro ist hier. Aber wir müssen schauen, dass es nicht knapp. Ja, ich bin ja nicht dran. Naja, das mit der Schweiz ist natürlich, das sind immer so Grenzbereiche, die neutrale auch wahrnehmen, um überleben zu können. Wir können, wir wissen während des der Nazi-Zeit, natürlich wurde die Schweiz auch benutzt als Finanzplatz. Und das ist eine Art negative Nützlichkeit. Also ich will das nicht ganz verwerfen. Ich kann im Konkreten jetzt nicht dazu sagen, wie viel Geld von Oligarchen da in der Schweiz liegt. Es liegt sicher anderes Geld auch noch da. Aber das derogiert die Neutralität ja nicht als solches. Nicht? Also es ist ja so, dass man Neutralität ja nicht definiert über Bankenneutralität. Also das ist ja eigentlich ein Teil der Neutralität. Es gibt natürlich in der Schweiz auch eine Debatte zum Beispiel über das Kriegsmaterialgesetz. Darf man jetzt, darf die Schweiz zulassen, dass ihre Waffen über eine Zwischenstation in die Ukraine kommen? Das ist jetzt sozusagen auch die Debatte in der Schweiz. Das sind natürlich wichtige Fragen, aber es geht ums Kriegsmaterialgesetz, es geht nicht um die Neutralität, es geht um die Oligarchen, es geht nicht wirklich um die Neutralität. Die Neutralität hat einen Kern und es gibt eine Peripherie. Wenn die Peripherie allerdings so stark wird, dass sie den Kern außer Kraft setzt, dann wäre die Neutralität außer Kraft gesetzt. Aber das sind diese Einzelfragen,
Das passiert nicht. Und in der Schweiz diskutiert man ja gar nicht die Existenz der Neutralität. Da diskutiert man diese einzelne Frage. Die diskutiert man in Österreich auch, Kriegsmaterialgesetz. Darf man das da jetzt? Lässt das Kriegsmaterialgesetz mit einem Auftrag der EU zu, dass wir Waffen an die Ukraine liefern? Das ist die Debatte. Meiner Meinung nach ist das eine Debatte über das Kriegsmaterialgesetz. Aber in diesem Kriegsmaterialgesetz steht immer drinnen, sofern es vereinbar ist mit den verfassungsrechtlichen Verpflichtungen Österreichs. Also Neutrale sind keine Heiligen, überhaupt nicht. Ja. Und die Religiosität, Finnland hat viele Zugeständnisse an die Sowjetunion, klarerweise. Ne. Also von daher, darf ich nachfragen? Bitte, ja. Ist die Schweiz nicht gleich mal bald mal im Zuge des ausgeweiteten Kriegs gegen die Ukraine, gegen Oligarchen vorgegangen? Hat sie nicht sogar zeitweise jedenfalls signalisiert, gegen diese Oligarchen vorzugehen und ihr Vermögen einzufrieren? Ich habe das in Erinnerung, dass das in den ersten Wochen schon ein heißes Thema war in der Schweiz und sie eigentlich über ihren neutralitätspolitischen Schatten gesprungen ist. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, wer das wirklich so umgesetzt wurde. Ich kann mich erinnern an diese Debatte. Ist in den Schweizer Banken natürlich sehr schwer umzusetzen. Also wir wissen, dass die USA eigene Interessen hat. Ich will das nicht als Eskalation bezeichnen, aber die USA haben eigene Interessen und das eigene Interesse entsteht aus der Großmachtkonkurrenz. Natürlich will man Russland geschwächt sehen und das hat der Verteidigungsminister Austin auch gesagt. Wir wollen Russland auch schwächen. Und die Ukraine und Zelensky müssen eigentlich einen sehr schmalen Grat gehen, den Zelensky nicht immer schafft, zu gehen. Die Interessen der Ukraine und die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine wiederherstellen zu wollen oder die Interessen der Großmächte oder der USA zu verfolgen, die sind nicht identisch. Die Schwächung Russlands als solches ist nicht notwendigerweise im Interesse der Ukraine oder bringt der Ukraine nicht unbedingt die Souveränität zurück. Also dass diese Ziele vermischen sich jetzt langsam und das ist, sehe ich schon gefährlich, dass natürlich die USA, würde ich einmal sagen, werden als deeskalierendes Element eingreifen müssen. Bei zwei Punkten. Erstens, wenn Russland so geschwächt wäre, dass sie an den Einsatz von Nuklearwaffen denken. Dass also Russland das in der Wege, Russland hat natürlich damit gedroht. Man riskiert, den Krieg weiterzuführen und zu schauen, wie weit kommen wir. Aber es gibt irgendwann eine rote Linie, wenn das zu der Situation kommt. Und die zweite rote Linie ist, dass es wahrscheinlich so ist, ist auch nur, was man sozusagen aus der militärischen Literatur sich herausholen kann. Es ist so, dass ein angreifender Staat, der besetzte Gebiete zurückerobern will, wenn die besetzt sind, 3 bis 6 Mal so stark so viele Truppen braucht. Die Bodentruppen werden jetzt nicht diskutiert, das ist zu gefährlich. F-16 und Waffen und Artillerie, mit denen kann man keine Territorien zurückgewinnen, kann man nicht. Man braucht Bodentruppen. Die hat die Ukraine aber nicht mehr, um die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Und dann wird der Biden, wenn sie jetzt gesagt, wir schicken aber keine NATO-Truppen. Das tun wir nicht, weil sonst haben wir den Weltkrieg. Das ist sozusagen die zweite rote Linie. Warum ich glaube, dass es in dieser Teilung auch militärisch eine Zurückeroberung, Teilgebiete vielleicht, aber der gesamte Ostukraine, der gesamten Krim, das wird ohne Unterstützung durch Soldaten der NATO würde das also nicht gehen und das kann die NATO nicht zur Verfügung stellen. Da will man nachfragen, dass du den Vereinigten Staaten von Amerika
Wie steht die eigentlich zur Neutralität der Ukraine? Sie haben ja kurz erwähnt, 1955 war es Eisenhower, der tatsächlich Neutralität für Österreich unterstützt hat, mit dem Argument, wenn sie so bewaffnet ist, die Österreichische Republik wie die Schweiz, dann hat er damit kein Problem. Ich muss auch zu sagen, Eisenhower war Militär, war General. Er hat das militärisch gesehen, geostrategisch gesehen. Und er hat auch, er schien auch nicht abgeneigt für Deutschland, das mitzudenken, im Unterschied zu seinem Außenminister John Foster Dulles, der ein Ideologe war. Und ganz auf die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Adenauer gesetzt hat. Das ist im Grunde eine Koalition gewesen, Dulles, Adenauer gegen Eisenhower. So spannend das eigentlich ist, wenn man es genau anschaut. Steht eigentlich Washington, wie stehen die Vereinigten Staaten zu der Frage einer Neutralitätslösung für die Ukraine? Eigentlich muss man sie im Präteritum stellen, wie standen sie dazu? Weil der jetzige Stand der Dinge und der Kriegsverlauf lässt kaum mehr erwarten, dass es so eine Lösung gibt. Wenn nicht die Ukraine nicht schon längst ein geheimer Verbündeter der NATO ist und praktisch alles auf eine solche Teilungskonstellation hinausläuft, aber wie würden Sie das einschätzen? Keine Neutralität USA. War das im Interesse der Vereinigten Staaten? Eine neutrale Ukraine. Kissinger hat die ja ins Spiel gebracht. Nicht? Nach der Krim-Annexion. Er gesagt, die Ukraine soll verzichten auf die Krim und auf den Donbass. Sogar vor der Krim-Annexion. Und vor der Krim-Annexion. Vor der Krim-Annexion. Würden Sie das einschätzen? Also in diesem Fall würde ich sagen, die USA wollten die Neutralität der Ukraine nicht. Also es hat in Bukarest einen Gipfel gegeben, da waren die USA, die Ukraine war ja vor dem Bukarester Gipfel neutral, also selbst erklärt neutral. Also, und dann, der Bukarester Gipfel hat in der Ukraine die Tür für die NATO aufgemacht und Merkel und Frankreich, Sarkozy war das, ja, manche, haben da gebremst, dass es zu keinem Membership Action Plan kommt, also zu keinem Zeitplan, wann, aber das hat genügt, sozusagen, ich bin nicht mehr neutral. Und das, und nach dem Artikel von Kissinger hat es den, in der Washington Post, das war am 5. März 2014, wo er den geschrieben hatte, hat man Kissinger-Artikel, dieses Argument, also von der Regierung faktisch vom Tisch gewischt worden und Länder wie Österreich, die das auch vertreten hatten, also Österreich hatte das vertreten vom März 2014 bis Oktober 2014, das war die österreichische außenpolitische Linie, Modell Österreich für die Ukraine. Und dann ist der Druck der USA, der NATO, der osteuropäischen Staaten so stark geworden, dass Österreich diesen Vorschlag aufgegeben hat. Also dann hat es im März 2022 noch diese Verhandlungen in Istanbul gegeben und da hat man sich bei den Verhandlern, ich habe selbst mit ukrainischen Verhandlern da gesprochen, die dabei waren, weitgehend auf einen Friedensplan geeinigt, wo Neutralität im Zentrum gestanden hat. Man hat sich aber nicht geeinigt darüber, wer diese Neutralität garantieren soll. Mit Russland, ohne Russland, NATO-Staaten, Staaten des globalen Südens, um das nicht sozusagen gleich wieder zu einem NATO-Artikel zu machen, weil dann wird das kein Unterschied zu einer NATO-Mitgliedschaft. Plus Umsetzung der Minsk-Abkommen mit einer Autonomie, also der stark russischsprachigen Bevölkerung. Man hat sich darauf geeinigt, man weiß nicht, wie weit das so gut in vorgedrungen ist, dieser Plan. Es war ein Berater dabei, der manchmal mit Putin gesprochen hat. Aber am nächsten Tag hat vor allem die USA und Boris Johnson das völlig verworfen. Und gesagt, das gibt es nicht. Neutralität ist keine Option für die Ukraine. Also man kann sagen, in dem Fall wurde die Neutralität von Großbritannien, der Ukraine und den USA einfach hintertrieben. Man hat es nicht einmal probiert. Man hätte es ja probieren können. Man hat es nicht einmal versucht. Weil das hätte ja erfolgreich sein können. Also vielleicht
wäre ein Nicht-NATO-Beitritt eine Neutralität kriegsverhindert gewesen. Dann war die Frage Öko, Politik, Klima, Wandel, Klimaschutzpolitik. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder mit den Folgen? Also dem Ukraine-Krieg hat es etwas zu tun. Es gibt eine neuere amerikanische Studie von einer Nina Crawford. Wenn ich den Namen jetzt ganz vorne bestimmt, vielleicht nicht ganz, aber das Buch heißt Environment and Pentagon, so irgendwie. Aber ein starkes Kapitel kommt drinnen vor, dass es seit dem Koreakrieg und Aufrüstungsprozessen während des Kalten Krieges und Vietnamkrieg und Irakkrieg, dass es in diesen Phasen immer einen erhöhten CO2-Ausstoß gegeben hat. Immer Krieg hat immer einen erhöhten CO2-Ausstoß. Also Krieg plus Aufrüstungsprozesse, also das ist sozusagen auch empirisch nachgewiesen. Ich weiß nicht genau, was unsere Grünen dazu sagen würden. Das ist ein Ansatz. Auch sozusagen die neutralen Staaten, die ganz neue einflussliche Konkurrenz von solchen Staaten bekämen, die also einen neuen ökonomischen Umgang mit der Ressource Erde anfangen. Also mir kommt der Luna quer, mir kommt die Inder quer, die halten alle noch in eine andere Richtung machen, aber wo sich eine Option ergebe, die von dieser Northern Hemisphere Treaty auf eine ganz andere Weltordnung gucken und weiter gucken. Aber wahrscheinlich schließt das andere nicht aus. Neutrale Staaten können das auch tun oder auch nicht tun. Nicht neutrale Staaten können das tun. Also das würde ich sagen, keine, das ist kein. Wir nehmen weitere Fragen auf. Mutual exclusive ist es nicht. Wir nehmen weitere Fragen aus diesem Saalteil. Bitte schön. Ich habe zwei Fragen. Sie haben ja Neutralität, engagierte Neutralität für kleinere Staaten als eine attraktive Option dargestellt. Ja. Zwei Sachen. Das erste, Neutralität in dem Sinne scheint ja nichts für arme Länder zu sein. Die Länder der sogenannten Dritten Welt sind mehr oder weniger von westlichen oder reichen Geldgebern abhängig. Zum Teil werden ihre Stimmen in der UNO-Vollversammlung gekauft. Ja? Also da frage ich Sie, was müssen die Voraussetzungen sein, damit man langfristig stabil neutral sein kann? Mir scheint doch zumindest, ist es eine Wirtschaft, ist es eine starke nationale Identität? Und das Zweite, einer der Folgen, hier kam Belgien als Pufferstaat, Thema Pufferstaat. Das zeigt doch, dass der ein Staat, der solche Neutralität praktizieren will, der immer abhängig ist von den jemals größeren Kontrahenten. Im Grunde ist ihm da, hat er ja keine Unabhängigkeit und ist nicht Herr des Verfahrens. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Es waren zwei. Ich habe da immer eine, wenn es nicht aus dem Publikum kommt. Sie haben sehr viel gearbeitet über Kleinstaaten, Small States. Kann Neutralität auch überhaupt was für größere Staaten sein? Stichwort Deutschland. Kann ein Deutschland in dieser Dimension, der Mitte Europas, das nicht Österreich, nicht Schweiz, kann das glaubhaft neutrale Politik machen? Was spricht dagegen? Was spricht dafür? Also wir haben drei Fragen jetzt. Arme Länder, können die überhaupt neutral sein? Welche Voraussetzungen sind notwendig für eine stabile Neutralität praktisch? Also Wohlstand, Wehrhaftigkeit, möglicherweise. Und Pufferstaat Belgien, ist ein Land wie Belgien, wenn es Pufferstaat sein sollte und wollte, nicht immer wieder abhängig von den anderen Großmächte-Konstellationen, was ergibt sich daraus für eine Ableitung, für eine Verpflichtung? Und ist Neutralität eher was für kleine Staaten? Malta, Zypern, Irland.
Ja, also zu dieser Wirtschaft, das ist nicht ganz so. Nicht? Also natürlich so eine europäische Neutralität basiert auf einer gewissen wirtschaftlichen Kapazität. Aber die nicht paktgebundenen Staaten des globalen Südens sind sehr konsequent neutral. Nicht alle, aber gerade im Ukraine-Krieg sieht man ja, dass sie ihre eigenen Positionen vertreten. Also nicht den Einmarsch befürworten, das kenne ich kaum einen Staat. Aber nicht alles mitmachen. Und Brasilien, Indien sind also Beispiele dafür. Südafrika, das sind alles Staaten, die nicht paktgebunden sind, zum globalen Süden gehören. Also von daher würde ich das nicht direkt miteinander verbinden. Die Zwänge. Ja, also es stimmt schon, nicht? Also natürlich gibt es da Abhängigkeiten. Also man kann nicht, ein total neutraler Staat ist nicht total unabhängig. Und das war diese belgische Neutralität hat ja ganz eine eigene Sicherheitsgarantie. Ich habe gesagt, die sind eingebettet in die Siegermächte oder das nach den napoleonischen Kriegen in das Wiener Konzert. Und die hatten Frankreich und England hatten eine Art Sicherheitsgarantie, wenn Belgien angegriffen wird, dann wird einer dieser Staaten Belgien verteidigen. Also, entweder Frankreich oder England. England hat es dann getan im Ersten Weltkrieg. In den Krieg. Also da waren die Belgien gar nicht involviert in diese Garantien. Das ist mit den Großmächten selber passiert. Ja, also das ist logisch sozusagen. Also die sind oft natürlich auch Spielbälle der Großmächte. Die Frage ist, wie man das am besten balancieren kann. Vielleicht darf man noch ergänzen, eben die belgische Neutralität ist garantiert worden. Garantiert durch Großbritannien, London und Memorandum. Die Schweizer Neutralität ist übrigens durch den zweiten Pariser Frieden, nachdem Napoleon wieder zurückkam, 100 Tage Herrschaft gab es ja den Waterloo, den zweiten Pariser Frieden nach dem Wiener Kongress, Pakt. Und die Schweizer Neutralität ist auch garantiert. Das heißt im Grunde eine felsenfeste Neutralitätsabsicherung durch die Mächte. Und das ist ja die entscheidende Frage, wer wäre denn überhaupt bereit gewesen im Jahr 2014, Kissinger hat das ja angeregt, eine Neutralität für die Ukraine zu garantieren. Das heißt also Garantiemächte, die dafür einstehen, dass bei einer Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und bei einer Verletzung der Neutralität der Ukraine dann entsprechend militärisch intervenieren. Und wenn wir es uns anschauen, Herr Gärtner hat es ja erwähnt, die Helsinki-Schlussakte von 1975, vom 1. August, die Charta von Paris vom November 1990 oder das Budapester Memorandum vom Dezember 1994, die ja vorsagen, diese oder bis der Memorandum sah vor, die Wahrung der territorialen Unabhängigkeit und die Anerkennung der Souveränität der Ukraine bei Abzug der Atomwaffen aus der Ukraine. Aber alle diese drei Dokumente, alle drei, Schlussakte, Charta von Paris zur Beendigung des Kalten Krieges in Europa und Budapester Memorandum, sind alle völkerrechtlich nicht zwingend und verbindlich gewesen. Es waren alles drei politische Absichtserklärungen, nicht mehr und nicht weniger. Niemand hat das garantiert, niemand. Warum? Warum sind diese wichtigen Dokumente, die auch Völkerrecht sind Völkerrecht, warum sind sie nicht garantiert worden? Haben sich die Signatare irgendwelche Schlupflöcher, Hintertürchen offen halten wollen für den Fall spezifischer Großmächte-Konkurrenzkonstellationen? Das muss man sich ja fragen. Und warum ist es 2014 gar nicht im Ansatz dazu gekommen, einen Mächtekonsens herzustellen für die Neutralität der Ukraine? Denn die hätte nämlich bedeutet, auch die Ukraine muss wehrhaft sein, auch die Ukraine braucht eine starke Armee, um ihre Neutralität zu verteidigen. Das hätte aber auch vorausgesetzt, dass Putin bereit gewesen wäre, diese Rebellentruppen, diese Separatistenverbände zu stoppen und russische Verbände, die dann auch involviert waren, russische Verbände abzuziehen aus der Ostukraine. Gab es dazu Bereitschaft? Das ist die Frage. Wie weit war schon die Eskalationsspirale schon vorangetrieben? Nur dazu noch, weil das Missverständnisse sind. Also oft, wenn ich diese Position vertrete, die Neutralität hätte den Krieg, der Ukraine hätte den Krieg verhindert,
wird mir oft vorgeworfen, naja, ich sage das, was Russland sagt. Ne? Russland, nein, nein, nicht Sie, Russland sagt, hat er es nicht gesagt. Russland hat immer nur die Bündnisfreiheit, kein NATO-Bündnis betont. Neutralität hätte genau das bedeutet, dass man auch die Milizen, die Unterstützung der Milizen im Osten aufgibt. Das kann ein neutraler Staat nicht akzeptieren. Und die Russen haben natürlich auch Angst gehabt, eine neutrale Ukraine könnte auch ein Modell für Moldawien werden, wo russische Truppen stehen, für Georgien, wo russische Truppen stehen. Deswegen, für eine Neutralität müssen alle was tun. Und die Russland und der Putin hat einmal gesagt, nur die NATO muss was tun. Das war zu wenig. Und das Wort Neutralität ist ab und zu dann gefallen, aber in Wirklichkeit hat es nur geheißen NATO-Bündnis, kein NATO-Bündnis. Deswegen ist das mit der, also sowohl die USA als auch England wollten die Neutralität nicht und Russland eigentlich nur halbherzig. Haben wir weitere Fragen noch? Eine klare Frage. Moment, wir haben noch die Frage. Kleinstaaten. Ja. Der Kleinstaat, klar, sorry. Ja. Und dann haben wir noch eine Frage dazu und dann noch eine. Also ich möchte nur einen Satz sagen. Die USA waren neutral vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg bis Pearl Harbor. Also man beschimpft das jetzt von Transatlantikern, wird das als Isolationismus beschimpft. Aber in Wirklichkeit war es eine Neutralität. Und vor der NATO-Gründung, vor 1949, hat es eine intensive Debatte in den USA gegeben, Entanglement. Wir wollen uns nicht wieder hineinziehen lassen in einen europäischen Krieg. Wir wollen keinen Artikel 5. Erst der kommunistische Putsch in der Tschechoslowakei 1948 hat dazu geführt, dass Kanada diesen Vorschlag gemacht hat, den Artikel 5 einzuführen. Allerdings mit einer Schwächung, die USA verlangten, wo drinnen steht, come to the aid of member states as it deems necessary. Soweit es notwendig erscheint. Die USA haben sich da ein kleines Tür offen gelassen, auch Nein sagen zu können. Also ein kleiner Neutralitätspassus ist in dem Artikel 5, aber nicht von Kleinstaaten, sondern von den USA. Von den USA selbst. Die USA selbst haben darauf Wert gelegt, dass es nicht ein obligatorischer Beistand ist. Ja, nicht hundertprozentig. Nicht hundertprozentig, ein zwingender Beistand, sondern dass es im Spielraum geht. Eine kurze Frage, Thomas Munch, dann habe ich noch hier in diesem Saal auch noch eine Frage. Professor Gärtner, in dem neuen Buch, was Ihren Eltern widmen, bin ich. Herr Professor Gärtner, das neue Buch, was hier umgeht, seinen Eltern widmen und deren Einsatz, die wieder diesen Krieg mitmachen wollen. Wir haben die Idee, es gibt diese Stalingrad-Geschichte, dass große Lautsprecher aufgestellt worden sind von der russischen Seite. Alle 30 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat, Stalingrad, Massengrab. Wir sitzen hier und in diesen anderthalb, zwei Stunden sterben auch da Leute. Und wir haben aber auch eine Menschenrechtsdeklaration, die ganz viele oder sogar ziemlich alle unterschrieben haben. Wo ist hier eigentlich dieser Ansatz in der Politik? Ja, also die Frage der Menschenrechte. Auch vielleicht ein Menschenrecht ist auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Wie geht man um die Kriegsdienstverweigerung? In Russland wissen wir es, das ist schon abgehandelt worden, aber in der Ukraine, wie weit sind hier überhaupt Menschenrechtsdiskurse, Menschenrechtsaspekte in der Debatte in diesem Krieg? Bitte. Man darf wie selbst gewünscht Schweden seine Neutralität aufgeben und der NATO beitreten. Ist das schon die neueste Erkenntnisse oder müssen wir die Stichwahl vorher machen? Ich war Türkei, Veto, wie schätzen Sie ein, die Aussicht des bevorstehenden schwedischen Beitritts zur NATO? Ja, also ich finde sowohl den finnischen als auch den schwedischen Beitritt zur NATO nicht für notwendig. Wie gesagt, es hat wirklich keine tatsächliche reale Bedrohung gegeben, dass die Funktion dieser nordischen Staaten als Pufferstaaten außer Kraft gesetzt hätte. Und jetzt werden natürlich Finnland und Schweden
Feindstaaten. Das waren sie vorher nicht. Und es wird einen Aufrüstungsprozess auf beiden Seiten, vor allem der finnischen Grenze gegen Finnland, wird Frontstaat. Ostflanke der NATO wird nach Finnland weiter vorgeschoben. Russland wird dementsprechend auch aufrüsten. Das ist eine Frage der Zeit. Und die Grenze wird so werden, also man wird nicht mehr zwischen St. Petersburg und Helsinki ein Wochenende fahren können, sondern das wird eher der deutsch-deutschen Grenze ähneln. Es zeichnet sich schon ab. Natürlich nicht mit den entsprechenden Wachtürmen, die wird es vielleicht auch geben, aber mit digitalen Grenzüberwachungen. Und auch diese nordische Bilanz, die nordische Balance ist außer Kraft gesetzt. Die nordischen Staaten waren sehr stolz darauf, dass Schweden neutral geblieben ist, damit Finnland neutral sein kann. Wenn Schweden der NATO beigetreten wäre, wäre Finnland viel eher dem sowjetischen Zugriff ausgesetzt gewesen. NATO, Finnland, dann hätten wir schon wieder diese Situation, dass die Russland sagt, dass wir können nicht tun, dass die NATO so nahe an uns heranrückt, wir müssen reagieren in Finnland. Gleichzeitig konnte Norwegen der NATO beitreten, weil auf der anderen Seite Schweden auch neutral war. Also wenn Norwegen neutral gewesen wäre, hätte wahrscheinlich sozusagen auch Finnland oder hätte Schweden nicht neutral sein können oder brauchen. Das war sozusagen diese nordische Balance, die jetzt außer Kraft gesetzt ist. Alles machen wir denn. Norwegen, Dänemark, Schweden, Ante Portas, Finnland, NATO. Ja, jetzt das ist außer Kraft. Norwegen betroffen. Menschenrechtsdebatte, Menschenrechtsdimension. Ja, du kriegst jetzt alle Menschenrechte außer Kraft. Und die größte Menschenrechtsverletzung ist der Krieg. Das ist die banale, fundamentale Antwort. Also eine Frage. Gibt es noch eine Frage? Alle Fragen gestellt? Keine Frage mehr? Doch, wir haben noch eine in der ersten Reihe hier rechts raus. Dann machen wir noch eine letzte Runde. Da fällt mir vielleicht auch noch eine ein. Eine Frage wäre, der Ukraine-Krieg von Putin hatte doch die Ursache darin, dass er seine Diktatur durch das offene Leben in der Ukraine bedroht sah. Und das war der eigentliche Ursache. Jede Neutralität, die sich die Ukraine auferlegt hat, er hat darin gesehen, dass hier etwas passiert, wovor er eine fürchterliche Angst hat. Und wer die russischen Verhältnisse direkt da kennt, also in Russland, der weiß, dass die Oppositionellen, tausend sein, für dieses System völlig oder fast ohne Bedeutung ist. Und davor hat er eine fürchterliche Angst und deswegen kann er so rigoros vorgehen. Das ist mein Antwort. Können wir zur Motivlage von Putin noch ein bisschen in die Diskussion einsteigen? Und hätte eine neutrale Ukraine ein trojanisches Pferd sein können, das Putin auch fürchten musste? Sie haben es ja selbst angedeutet mit Moldau, mit Georgien, wo russische Verbände stehen. Ich erinnere an den Ungarnaufstand 1956 im Vorfeld der zweiten Militärintervention hat die ungarische Regierung Neutralität erklärt nach dem österreichischen Modell. Und Ungarn war schon Mitglied der Vereinten Nationen, mit Österreich seit Dezember 1955. Trojan Horse, trojanisches Pferd, eine Gefährdung auch des Zusammenhalts des russischen Großreichs, des ehemaligen Sowjetimperiums, also Destabilisierungsgefahr. Und dann hätte ich noch einen anderen Punkt, um das zu komplettieren, weil ich sehe jetzt keine weitere dritte Frage mehr. Wir erleben ein neues Blockdenken, wenn man das Ihren Ausführungen klar entnehmen kann.
kann man eigentlich verkürzt argumentieren, Putin hat ein neues Blockdenken durch seine Ukraine-Intervention, durch seinen Angriffskrieg auf die Ukraine im Grunde eingeleitet und der Westen nimmt dieses Blockdenken praktisch an. Und es entsteht praktisch ein Konsens, unausgesprochen, eine unheilige Allianz des Blockdenkens und die Neutralen dazwischen, haben die noch eine Chance, sich da zu behaupten? Das lässt uns vielleicht drei Fragen. Motive Putins, Neutralität als trojanisches Pferd und das neue Blockdenken in Europa, provoziert durch Putin und übernommen, akzeptiert durch den Westen. Ja, also im Letzten kann man dazu zustimmen. Also Putin hat den Krieg und das Blockdenken wieder nach Europa gebracht. Und der Westen scheint diese russische Realität als die neue Norm zu akzeptieren, Stichwort Zeitenwende. Es gibt natürlich im Westen einen Konsens, einen weitgehenden, das von Transatlantikern auch sehr gelobt wird, einen Konsens, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Niveau des Multilateralismus haben wir verlassen, wir sind zurück im Blockdenken. Beide, das Blockdenken, das während des Kalten Krieges das Denken blockiert hat und das Denken von Putin blockiert jetzt das Denken des Westens. Also es ist so, dass der Westen das angenommen hat. Also dem würde ich einfach zustimmen, dass das Narrativ Putin eigentlich gewonnen hat. Dem Westen, die Werte des Westens, wenn wir über Werte reden, die Werte des Westens zu senken, das ist verloren gegangen. Und also das ist die Werte der Ukraine, Demokratie, ich meine, das, darum ging es nicht. Russland hatte mit Finnland und den baltischen Staaten schon demokratische Staaten an der Grenze, also das hat ihm wirklich gescheint. Und die Ukraine war kein Modell für Offenheit, mit hoher Korruption, viel großer Zensur. Also es war nicht wirklich, also es scheint in den Demokratieindex wohl vor Russland, aber es gibt dann so einen Demokratieindex von 150 Staaten, ist die Ukraine vor dem Krieg auf Platz 90 gelegen. Also das war nicht wirklich, dass der Ukraine so attraktiv gewesen wäre, dass Putin eine Angst haben könnte. Aber folgendes, ich habe diese Studien gemacht, wenn man gesagt hat, das wirkliche Motiv Putins wäre, jetzt sozusagen sein Imperium auszuweiten. Nicht die NATO-Erweiterung, sondern das Imperium. Ich habe vorhin erwähnt, dass Putin dieses Argument selbst benutzt. Ich bin Peter der Große. Das ist eine russische Ideologie, die der Putin sehr gerne hört und aufnimmt. Diese Wichtigkeit. Ich habe mir die Militärausgaben angeschaut. Es war keine militärische Kapazität vorhanden, irgendwas in diese Richtung zu tun. Vielleicht im Kopf von Putin eine Intention. Das kann sein mit seiner Ideologie. Erstens, Russlands Militärausgaben waren 6% von denen der NATO. Wenn Deutschland auf 2% geht, liegt Deutschland ein Viertel höher als Russland mit seinen 80 Milliarden Dollar-Ausgaben, die Russland hatte. 2016 sind die Rüstungsausgaben Russlands gesunken, wenn wirtschaftlicher. 2020 sind sie am Bruttozahlungsgleich gleich gestiegen zu 21, aber das hat ist darauf zurückzuführen, dass durch Covid das Bruttosozialprodukt gesunken ist. Keine Erhöhung der Militärausgaben. Wenn ich einen imperialen Krieg plane, mache ich das anders. Hitler, wenn man Putin mit Hitler vergleicht, hatte vor dem Krieg 2/3 der Rüstungsausgaben der europäischen späteren Gegner. 2/3. Keine Rede von Putin. Dann marschiert Putin mit 180.000 Soldaten, Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine ein. Wie kann man das nur tun? Was ist das? Erstens habe ich gesagt, es ist ein militärischer, ein geopolitischer Fehler. Es war ein militärischer Irrtum, den man eigentlich Putin nicht zugetraut hätte.
und 180.000 Mann. Vergleicht man, was die USA in Kuwait 1991 gemacht haben. Kuwait ist 40 Mal kleiner als die Ukraine. Die USA sind 800.000 Mann in Kuwait einmarschiert, um den Saddam Hussein zu vertreiben. Putin marschiert in der Ukraine, die 40 Mal größer ist, mit 180.000 Mann. Von der Eroberungskapazitäten keine Spur. Man sieht das jetzt, man hätte das voraussehen können. Man hat aber ein paar hunderttausend Tote gebaut, um zu sehen, dass die russische Armee kaum etwas fähig ist, als die Ukraine zu teilen. Das Donbass abzuwägen, das wird, traue ich sozusagen der Armee noch zu, aber in Wirklichkeit sozusagen ein militärischer und geopolitischer fataler Irrtum von Russland. Trojanisches Pferd. Dass die Ukraine ein trojanisches Pferd ist. Dass Neutralität, neutrale Peripheriestaaten zu einer Destabilisierung des russischen großen Raums treiben. Ja, aber ziehe, ich mag jetzt hier niemanden zu nahe treten, aber Adenauer hat die österreichische Neutralität aus Genommenes gezeichnet, mehrmals. Als sowjetisches Gift, auch die finnische Neutralität als trojanisches Pferd, die zukünftige Sowjetisierung, um also auch die Bundesrepublik zu sowjetisieren. Entschuldigung, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Adenauer. Und das ist weder im Falle von Österreich noch im Falle von Finnland passiert. Also die Neutralität als trojanisches Pferd weiß ich nicht, sozusagen, das kann ich mir sozusagen nicht mehr fern, auch keine wirklichen historischen Beispiele dazu einbringen. Ja, gemeint war es so, dass sozusagen der Wunsch Ungarns neutral zu werden, die Alarmstufe rot signalisiert hat im Kreml. Ja. Und im Westen hat das Dalles dann auch so bewertet, nämlich sozusagen um das Sowjetimperium an den Peripherieräumen zu destabilisieren, durch Staaten, die neutral werden wollen und sich aus dem Warschauer Pakt herauslösen. Also die Erklärung Ungarns, dem Modell Österreich zu folgen, hat ja bedeutet, Austritt aus dem Warschauer Pakt. Ja, übrigens war die ungarische Regierung Antal Josef schon die erste der reformkommunistischen Staaten, die den Austritt aus dem Warschauer Pakt als erste formuliert und gefordert hat, 1990. Also das ist ein sehr gutes Beispiel für Sicherheitsgarantien. Das ist Ungarn 1956. Aufstand hat es gegeben, österreichisches Vorbild. Die Sowjetunion hat Österreich geschuldet, auch gleichzeitig Aufständische zu beherbergen und hat Österreich gedroht zu reagieren, wenn es weiterhin sich einmischen sollte, also sowohl wertemäßig als auch Unterstützung der Aufständischen. Dann hat der Sprecher des Außenministeriums von Eisenhower gesagt, wenn die österreichische Neutralität verletzt wird, bedeutet das den Dritten Weltkrieg. Also wenn ein Staat glaubwürdig neutral ist, dann genießt er eigentlich sehr gute Sicherheitsgarantien auch von Großmächten. Wahrscheinlich wäre das im umgekehrten Fall auch der Vorwurf gewesen, wenn tatsächlich also die USA gedroht hätten, die Neutralität Österreichs zu verletzen. Also da hätte zumindest die Sowjetunion bereits den Staatsvertrag ausgetreten, der also die österreichische Unabhängigkeit garantiert hat. Also zumindest, also es gibt eine gegenseitige Sicherheitsgarantie für neutrale Staaten, das gibt es also schon. Sicherheitsverpflichtungen, Sicherheitsverantwortlichkeiten. Ja, meine Damen und Herren, wenn keine weiteren Fragen mehr vorhanden sind, dann danke ich sehr für Ihr Kommen und für die Fragen, für die Diskussion. Wir haben nächste Woche keinen Termin. Wir haben erst wieder einen Termin am 5. Juni, wenn Kollege Karner aus Graz von der Karl-Franzens-Universität sprechen wird über deutsche und sowjetische Kriegsgefangene in der UdSSR, über Fragen und Ergebnisse der Forschung. Ich schließe sicher nicht ohne unseren Referenten, Professor Gärtner, herzlich zu danken für neue Einsichten, Einblicke, Erfahrungswerte im Kontext der Neutralität, auch im Lichte des Ukraine-Kriegs. Herzlichen Dank. Kleines Dankeschön, darf ich Ihnen ein kleines Dankeschön, ein großes Buch überreichen. Europa, das hatte den Untertitel Ideen, Institutionen, Vereinigung und Zusammenhalt.
Wenn ich jetzt an die jüngere Entwicklung denke, werden wir den Untertitel etwas ändern müssen. Für die Neuauflage wird dann irgendwo auch Krieg im Untertitel stehen, aber auch Kooperation. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Buch ein bisschen ja, Freude bereitet und Sie Interesse daran finden. Herzlichen Dank, Herr Gärtner. Und danke.